Ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht dir gut. Und es ist schön, dass du da bist bei deinem Piraten-Guerilla-Podcast von Seom. Im Zeichen der Verbundenheit. Heute möchte ich mit dir ein paar Geheimnisse lüften. Wir tauchen ein in die Geheimnisse des Geistes. Ich möchte dir ein paar Dinge vorstellen, die ich gelernt habe. Einige schon vor Jahren, andere vor kurzem. Dinge, die nicht alle Menschen wissen. Und zu Beginn möchte ich deinem Verstand auch gleich noch den Impuls mitgeben, Unwissenheit in den Raum zu stellen. Denn ganz häufig versperren wir uns vor großen Geheimnissen, vor Wundern und vor Abenteuern, weil wir denken, dass wir schon alles wüssten, weil wir schon so viel gelernt haben und gelesen haben und so viel Wissen angehäuft haben. Und Kinder machen das im Übrigen nicht, weil sie ja wissen, dass sie noch nicht so viel wissen, und dadurch sind ihre Kanäle besonders offen. Mein Kleiner ist gerade in seinem ersten Fragealter, der fragt die ganze Zeit, wie Dinge funktionieren, und es ist so schön zu beobachten. Durch deine Unwissenheit erlaubst du dir, Geheimnisse zu lüften. Du erwartest Wunder und Abenteuer. Und vielleicht kann dein Verstand es in der Folge zulassen, dass du einfach mal sagst, du weißt nichts und alles, was du jetzt erfährst, ist neu. Ist eine bahnbrechende Erkenntnis, ist interessant. Denn dann weitest du dich ganz besonders schön für die Erkenntnisse, für die Abenteuer. Und so wünsche ich dir ganz viel Freude bei dieser besonderen Folge. Und jetzt lehn dich gerne zurück, öffne dein Herz, schließ deine Augen und schön, dass du da bist. Lass uns gemeinsam mit buntem Abenteuergeist Geheimnisse lüften. Ich bin aktuell sehr, sehr intensiv auf Tour. Das hörst du vielleicht ein klein wenig an meiner Stimme, denn ich gebe sehr viele Konzerte. Ich habe gerade einen kleinen Stopp zwischen den Konzerten in Bremen, Leipzig und Hamburg und Hannover. Und ich merke, dass mein System eine kleine Pause braucht. Und die Pause, die kannst du dir geben, indem du dich auf Dinge fokussierst, die dir Kraft geben. Wir können ja nicht immer die Welt anhalten. Manchmal befinden wir uns in einer Phase, in der wir so ein bisschen weiter voranschreiten dürfen. Und in meinem Fall erlaube ich mir, Mechanismen zu nutzen, die ich kenne, um mir mehr Kraft zu verschaffen, meinem Geist mehr Raum zu geben. Und jedes System, jeder Körper, all das, was wir sind, benötigt Pausen. Und wenn ich zu Hause bin, wie jetzt gerade, dann möchte ich ganz viel bei meiner Familie sein, bei Johanna, bei Finn, und habe da große Pausen der Ruhe und natürlich mit einem 2,5-jährigen Kind auch oft weniger Entspannung, als ich gerne hätte. So vor 3 Jahren war das noch eine andere Nummer. Da kam ich von Tour und konnte mich den ganzen Tag in meinen Garten legen und entspannen. Und jetzt kann ich das auch, aber dann wird mein Haus angemalt währenddessen. Unser kleiner Sohn hat sich letztens mit einem großen Beutel Gerstengraspulver überschüttet und kam ganz fröhlich grinsend durch die Wohnung gelaufen und hat erklärt, dass er versucht hat, Kürbiskerne mit Gerstengras zu füllen. Und so darf ich gerade, auch wenn ich gerne mehr Pausen hätte, einfach überlegen, was gibt mir denn Kraft, auch wenn ich so zu Hause eingespannt bin, und gibt meinem System, meinem Geist und mir selbst auch Raum. Und da ist die Dankbarkeit ein ganz, ganz großes Feld. Und bevor wir in die Geheimnisse des Geistes tauchen, lade ich dich ein, wenn es dir auch gerade so geht, dass du dich nach mehr Dankbarkeit sehnst, dann komm in meine Dankbarkeits-Challenge, denn die mache ich so einmal im Jahr und die ist jetzt gerade in vollem Gange. Das Spannende dabei ist, dass ich nie weiß, wann die ist, weil ich die niemals aus strategischen oder irgendwie klugen Gründen bewusst wähle, sondern aus ganz weisen Gründen des Gefühles, und das verstehe ich oft selbst nicht. Das bedeutet, die Gefühle sagen mir, starte jetzt, und dann findet die statt, meistens 2 Tage später.
Und am 12. Juni, sagte mein Gefühl, startet die jetzt. Und seitdem läuft die. Und zwar auf Instagram. Du kannst auf seom.music auf Instagram vorbeischauen und findest da in meinen Stories jeden Tag eine Übung, 28 Tage lang, zum Thema Dankbarkeit. Und mich verzaubern diese Übungen seit vielen Jahren, deswegen mache ich das jedes Jahr. Und jetzt, obwohl es gar nicht so gut passen würde, weil ich so viel unterwegs bin und auch so viel zu tun habe, ist es gerade richtig, weil Dankbarkeit dir unglaublich viel Raum, Ruhe, Heilung, Glückseligkeit schenkt. Und oft denken wir, wie auch ich gerade, das passt gerade nicht so gut, weil ich nicht so viel Zeit habe. Und gerade dann passt es besonders gut. Es ist wie der schöne Satz aus dem Zen: Meditiere jeden Tag 20 Minuten. Und wenn du keine Zeit hast, meditiere jeden Tag eine Stunde. So ist es bei der Dankbarkeit auch. Ganz viele Menschen fragen, warum es diese Videos nicht überall gibt, warum ich die nicht noch auf Facebook und Telegram und YouTube und so hochlade, weil ich den Raum, den ich jetzt gerade dafür nutze, auch wirklich bewusst halten will. Das heißt, ich mache eine Story am Tag, das sind 2 bis 3 Minuten mit einer tagesaktuellen Übung mit Tausenden von Menschen gleichzeitig, und die ist dann wie von einer Welle, die eine Sandburg erfasst, von der Zeit wieder mitgetragen. Und würde ich das als Video aufnehmen und auf vielen Kanälen hochladen, würde es einfach von der Zeit mit Johanna und Finn abgehen. Und das möchte ich nicht, weil die Zeit ist für mich ganz heilig. Und dennoch will ich aber die Übungen, die ich mit Johanna nutze, wir machen das immer gemeinsam, auch gerne mit dir teilen. Und da ist Instagram gerade einfach ein guter Kanal, denn da kann ich es live und direkt filmen, in die Story setzen und dann ist es für 24 Stunden da. Und jeder, der Lust hat, kann 24 Stunden darauf zugreifen und mit dabei sein. Und diese Übungen umfassen jeden Bereich des Lebens. Dankbarkeit ist ja allgegenwärtig, fühlbar und spürbar. Und so geht es in den Bereich deiner Arbeit, deiner Finanzen, der Gesundheit, der Beziehungen, der Heilung und in alle anderen Bereiche, die du dir nur vorstellen kannst. Und wenn du das Ganze ausführlich noch einmal in festen Videos genießen möchtest, dann gibt es bald eine schöne Überraschung, und zwar gibt es die Dankbarkeitschallenge in meiner eigenen Version, die ich kreiert habe, und zwar der goldene Pfad der Dankbarkeit mit 21 großen Videos und ganz speziellen, eigens von mir kreierten Übungen in der University of Dreams. Und die wird im Herbst erscheinen, und da findest du dann auch für immer Zugriff auf die Videos und kannst sie in aller Ruhe nochmal genießen. Doch wenn du jetzt schon mal dabei sein willst und dieses Geschenk, was vollkommen for free natürlich ist, annehmen möchtest, dann komm auf Instagram vorbei, auf seom.music. Für all die, die das mit den Stories nicht kennen, noch kurz die Erklärung: Du gehst einfach auf den Kreis meines Profilbildes, da ist so ein lilaner Kreis drumherum, und klickst da drauf, und dann siehst du immer die tagesaktuelle Story. Und dann freue ich mich, wenn wir uns dort sehen und die Dankbarkeit gemeinsam feiern. Warum ich das mache? Weil ich immer auf mein Gefühl achte. Und ich weiß einfach, dass unser System so viel intelligenter und weiser ist, als wir begreifen können. Und scheinbar ist jetzt gerade die Dankbarkeit für mich ganz wichtig, auch wenn mein Verstand es nicht verstehen kann. Und du kannst alles im Jetzt verändern. Und darum geht es, wenn wir über die Geheimnisse des Geistes sprechen. Der Geist kennt nämlich immer nur das Jetzt. Das bedeutet, du musst nicht zwangsläufig in die Vergangenheit reisen, um Dramen oder belastende Situationen zu lösen. Du kannst deinen Geist hier und jetzt nutzen, um dich in das innere Reich deiner Freude auszudehnen. Und das habe ich lange Zeit nicht verstanden. Ich dachte immer, ich bin Opfer meiner Vergangenheit und ich muss all das, was früher stattfand, auch in einer Reise in die Vergangenheit dort lösen, um jetzt Freude oder Glückseligkeit oder mehr Harmonie oder Heilung zu erfahren. Und meiner Meinung nach musst du das nicht. In der letzten Folge ging es ja um den Zustand der Liebe, und der ist schon
sehr, sehr nah dran, denn wenn du in deiner Liebe bist, dann katapultierst du dich aus den alten Dramen in die Glückseligkeit des Momentes. Denn Liebe kennt nur das Jetzt. Und du kannst den Zustand des Paradieses in dir tatsächlich durch deinen Geist im Hier und im Jetzt erschaffen. Und dabei ist es ganz wichtig, dass du deinen Geist auch wirklich bedienst. Und die Natur des Geistes ist fantastisch, denn sie folgt bestimmten Mechanismen. Und wenn du oft in der Vergangenheit hängst und merkst, dass dich Dinge belasten oder Dramen dich immer wieder beschäftigen, dann möchte ich dich einladen, die Geheimnisse des Geistes genau hier zu nutzen. Beginne mal ganz bewusst in deinen Erinnerungen. Ganz viele von uns konzentrieren sich tagtäglich auf negative Erinnerungen. Und damit schaffen wir dann ganz unbewusst Dramen und Katastrophen, die wir früher erlebt haben, jetzt erneut in unserem Kopf. Und die damit verbundenen Gefühle, die verknüpften Gefühle, sind automatisch in deinem Geist erneut aktiv. Und es kann dich krank machen und kann dich schwächen und kann dich vom Leben und seiner Kraft entfernen. Und bestimmt geht es dir auch manchmal so, wie mir auch, dass du häufiger an Schmerzhaftes aus der Vergangenheit denkst, als dir lieb ist. Doch, weißt du, je häufiger wir in die Vergangenheit reisen und Dramen erneut fühlen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns an diesen Zustand gewöhnen und ihn somit dann in unserem Leben manifestieren. Also versuchen wir doch am besten mal, damit aufzuhören. Und dabei will ich dir heute helfen. Ab jetzt lade ich dich ein, dass wir deine schönsten Erinnerungen suchen. Und wir suchen die Erinnerungen und dann rahmen wir sie ein, wie in wunderschönen, leuchtenden, goldenen Museen, in großen, prunkvollen Rahmen eingerahmt. Und dann hören wir uns die damit verbundenen Geschichten an. Wir lauschen denen dann wie Musikstücken, die uns verzaubern und fliegen lassen. Wir fühlen die Erfahrungen, die damit verknüpft sind, nochmal und nehmen die Gefühle ganz deutlich wahr, wie in wunderschönen, stimmungsvollen Kulissen. Und bevor wir das jetzt tun, brauchst du eine Erinnerung, um das Ganze zu testen. Also geh bitte kurz in dich und wähle eine Erinnerung aus dem letzten Jahr oder dem letzten Monat oder den letzten 5 Jahren, eine schöne Erinnerung, die du vor deinem inneren Auge sehen und bildlich und auch akustisch wiederholen kannst. Ich gebe dir etwas Musik dafür und du wählst weise, welche Erinnerung dich leuchten lässt. Diese Erinnerung, die du dir jetzt ausgewählt hast, ist verbunden mit Geschichten, mit Erfahrungen, mit einem Gefühl. Versuch mal, das Gefühl nochmal zu spüren. Wie hast du dich damals gefühlt? Was hast du damals gehört? Vielleicht Stimmen von anderen Menschen, vielleicht Hintergrundmusik, vielleicht ganz bestimmte Geräusche, wenn du in der Natur warst. Manche Menschen sind auditiv besonders empfindsam und sensibel. Versuch mal, wie an einem Radio den Lautstärkenregler hochzudrehen und das, was mit dieser Erinnerung verknüpft ist, ein bisschen lauter zu drehen. Hör diese schönen Geräusche, die Stimmen oder die Musik, die zur Erinnerung gehören, lauter und intensiver. Und die Bilder, die damit verknüpft sind, die machst du jetzt etwas farbiger.
Du drehst die Lebendigkeit, die Sättigung dieser Farben etwas höher und du stellst dir das Ganze etwas leuchtend vor, als ob die Bilder ein bisschen mehr Kraft haben. Sehr gut. Und deine negativen Erinnerungen, die zwangsläufig irgendwann mal auftauchen werden, die stellst du dir ab jetzt bitte im Gegenteil vor, und zwar in so klitzekleinen Rahmen. Die schöne Erinnerung hast du jetzt ja in einem wunderschönen, leuchtenden, goldenen Museum gesehen. In großen, prunkvollen Rahmen. Also stell dir nochmal vor, du bist in einem ganz großen Museum und siehst lichtdurchflutete Hallen und in ganz großen Rahmen. Da ist diese Erinnerung, die du gerade eben visualisiert hast. Und die negativen Erinnerungen, die belastenden oder sorgenvollen, die stellst du dir in so klitzekleinen Rahmen vor, ähnlich wie bei so Dias, wenn du früher mal Dias auf Leinwänden gesehen hast, so wie kleine negative Bilder, in Schwarz-Weiß, also in weniger schönen Farben und in geringer Lautstärke. Du musst schon genau hinhören, dass du die Lautstärke, die Geräusche, die Stimmen gut hörst. Und somit bekommen diese negativen Erinnerungen viel weniger Aufmerksamkeit. Sie sind etwas verschwommener, etwas leiser, etwas unaufdringlicher und kaum wahrnehmbar. Und die schönen Erinnerungen, die werden deutlich hervorgehoben, die werden zelebriert. Vielleicht magst du jetzt denken, es gehört doch alles zu mir, ich muss doch auch das Negative sehen. Schon, du darfst aus Negativem lernen, du darfst deine Schattenanteile sehen, integrieren, du darfst all das, was dich zu dem gemacht hat, der oder die du bist, wahrnehmen. Doch bitte hör auf, Negatives groß zu machen und zu wiederholen. Und mit dieser Übung beginnen wir, das Negative, das uns belastet, das uns klein hält, das uns schwächt, unaufdringlich und kaum wahrnehmbar zu halten, ohne es zu verdrängen, sondern einfach es bewusst ein klein wenig zu verringern, und die größten und schönsten Erinnerungen, die werden wir jetzt immer mehr und mehr hervorheben und zelebrieren. Und das ist so ein Geheimnis des Geistes, das vielen gar nicht bewusst ist. Du kannst mit Bildern, durch Verstärkung der Lautstärke, durch all die Reize, viel mehr in deinem Geist bewirken, als dir bewusst ist. Und da nehme ich dich ganz bewusst mit, denn wir können das verstärken, und das machen wir jetzt. Also, mit dieser Übung ist nicht gemeint, dass du Negatives verdrängst, sondern du richtest deinen Fokus in der Erinnerung lediglich auf das Gewünschte aus. Umso mehr wir uns daran gewöhnen, das Schöne und das Positive zu fokussieren und zu bestärken, umso mehr wird in Zukunft in unserem Leben manifestiert, und zugleich erwarten wir dann natürlich auch mehr Positives. Und all das entspringt der Natur des Geistes. Der Geist verstärkt das, was du ihm gibst. Das, was du fokussierst, was du mit der Lupe deines Geistes vergrößerst, wird in deinem Leben verstärkt auftreten, wird dir bewusst, das wirst du beobachten, und das wird wiederum mehr davon anziehen. Und das ist ein fantastisches Phänomen, denn das bedeutet, dass du dich selbst immer wieder darauf fokussieren kannst, was du sehen willst. Wir machen das gleich in einer ganz gesteigerten Art und Weise. Wir gehen in verschiedene Wahrnehmungskanäle, wir nutzen sogenannte internale Repräsentationen und strukturieren die, damit du auf allen Ebenen, also visuell und kinästhetisch und auch akustisch und olfaktorisch, also mit all deinen Sinnen nutzen kannst, was dir zur Verfügung steht. Und das machen wir mit sogenannten Submodalitäten. Aber das klingt jetzt alles ein bisschen verkopft für deinen Verstand. Und du denkst dir, wow, vielleicht machen wir es mal ein bisschen langsamer. Und ja, wir starten mal mit einem weiteren, ganz wichtigen Phänomen deines Geistes, das mir ganz lange nicht bewusst war. Nämlich, dass dein Geist es liebt, sich in sich selbst zurückzuziehen. Und das dürfen wir nie vergessen, denn bei dem, was wir jetzt gerade tun, nutzen wir den Geist, nutzen ihn als Werkzeug, das gerne bedient werden will, um Dinge zu erschaffen, um Phänomene im Außen anzuziehen und bestimmte Dinge zu evozieren. Doch unser Geist mag es vor allem, in Ruhe zu sein. Und das wusste ich lange Zeit nicht. Ich dachte ganz lange, dass der Geist eigentlich immer nur im Außen arbeiten möchte, sich auf Dinge fokussieren will, Aufgaben lösen will. Und in meiner Ausbildung zur transzendentalen Meditation habe ich es so richtig erst gelernt und verstanden, der Geist liebt es, sich zurückzuziehen in seine Heimat.
Man hat uns ja immer beigebracht, dass die Natur des Geistes eigentlich darin bestünde, sich auf das Außen zu richten. Und das Gegenteil ist in Wirklichkeit der Fall. Der Verstand liebt es, an seinem Heimatort zu verweilen, nämlich nach innen. Und indem du zweimal täglich auf Meditationspraxis fokussiert bist, gewöhnt sich dein Geist daran, nach innen zu gehen und wird sich dann nach und nach beruhigen. Und das erwähne ich deshalb, bevor wir in die weiteren Übungen gehen, weil beides zusammengehört. Wenn du diese Techniken, die Strategien oder die verschiedenen Impulse, die ich dir mitgebe, anwendest, dann ist ganz wichtig, dass du auch den Gegenpol beachtest, dass du deinem Geist immer wieder die Ruhe und die Kraft gibst, dass er in sein eigenes Kraftreservoir zurückgeht. Und somit kannst du ihn dann viel besser nutzen. Dann wird dir und deinem Geist auch klarer, was du wirklich sehen willst. Dann glaubst du an das, was du da draußen siehst. Und wenn es Liebe ist, high five, weiter so. Doch wenn du daran glaubst, dass sich deine Probleme weiter ansammeln, bis sie überfließen, dann wirst du auch genau das erleben. Und wenn du erwartest, dass deine Liebe aus dir überfließt und sich in der Welt verteilt, ohne dass du einen Mangel erleiden wirst, dann wirst du genau das manifestieren. Und so darfst du jetzt lernen, die Kreisläufe zu aktivieren. Die Kreisläufe, die Begeisterung in dir abrufen, in dir aktivieren. Und ich gebe dir mal eine ganz einfache Metapher mit. Ich liebe Schallplatten. Ich bin gerade in meinem Studio und hinter mir sind zwei große Plattenspieler und unglaublich viele Platten. Ich liebe Vinyl, ich liebe das, Platten aufzulegen. Und ich habe eine ziemlich große Sammlung an alten Hip-Hop-Platten und an Jazz und Klassik. Und in meinem Studio lege ich jeden Morgen, wenn ich zu Hause bin, bewusst eine Platte auf einem der beiden Plattenspieler, die mir gefällt. Und die höre ich dann. Manchmal nur für ein paar Minuten, noch so als kleines Ritual, wenn ich hier bin. Und vielleicht kennst du auch das Gefühl, dass du eine Platte bewusst aus der Hülle nimmst und dann dein Lieblingsstück anhörst und eintauchst. Und vielleicht hast du ja auch eine Sammlung, in der sich Stücke befinden, die du überhaupt nicht mehr magst. Und manchmal begegneten mir solche Platten, die ich so in die Hand genommen habe und gemerkt habe, die gehören ja eigentlich gar nicht hin. Und wenn ich so intuitiv in meine Sammlung greife und dann erscheint mir eine Platte, die ich nicht mag, und ich mag die wirklich nicht, dann wäre es ja Quatsch, die anzuhören, weil mir das ja nicht gut tun würde. Und warum sollte ich die dann noch in der Sammlung lassen? Und ich denke, du wirst mir zustimmen, dass wenn da eine Platte ist, die dir überhaupt nicht gefällt, warum solltest du die in deiner Sammlung lassen und sie immer mal wieder rausziehen, nur um festzustellen, dass du sie nicht magst? Du würdest ja nicht einfach so eine Platte jeden Tag anhören, die dich runterzieht. Das wäre Quatsch. Und sobald du diese Sammlung jetzt häufiger anschaust, wirst du vielleicht sogar vernünftig und würdest dann die Platten, die dir gar nicht gefallen, aussortieren. Irgendwann ist dann da nur noch eine Sammlung mit Vinyl, die dir ein erhebendes Gefühl der Begeisterung schenken, weil du aussortierst. Und so ähnlich kannst du das in deinem Geist betrachten. Leg einfach öfters mal die Platten auf, die dich glücklich machen, und blick auf die Erinnerungen, die dich leuchten lassen, und sortier durch die Übungen, die ich dir jetzt mitgebe, ganz bewusst aus, was dir nicht so gut tut. Und das funktioniert mit den sogenannten internalen Repräsentationsstrukturen. Das bedeutet, dass du deinen Geist neu strukturierst. Das sind alles unfassbar kompliziert klingende Begriffe. Das meiste kommt von NLP, dem neurolinguistischen Programmieren. Schon wieder so ein komplizierter Begriff. Es ist ganz einfach zu erklären. Deine internalen Repräsentationen werden durch fünf Sinne gebildet. Und letztendlich geht es in deiner Erinnerung darum, dass du alle Faktoren checkst, also die auditiven, die kinästhetischen, also die Berührungsempfindlichkeit, die Oberflächen- oder Tiefensensibilität, die visuellen Wahrnehmungen, die olfaktorischen, also die Gerüche. Und ein paar davon sind besonders wichtig und ein paar weniger wichtig. Und du weißt selber ganz genau, welche deiner Kanäle dich besonders ansprechen. Viele Menschen sind ein bisschen geruchsempfindlicher, manche Menschen sind ein bisschen geräuschempfindlicher, manche können besonders gut visuell arbeiten, können sich Dinge gut vorstellen. Vielleicht weißt du auch noch aus der Schulzeit, wie du besser lernen konntest, wenn du Dinge hörst oder wenn du Dinge liest.
Und du kannst dir vorstellen, dass das Bestmögliche in dir geschieht oder das Schlechtmöglichste. Und ich empfehle dir das Erste. Und dann kannst du dir diese verschiedenen Strukturen zunutze machen. Du nutzt dann die Sinneskanäle, die deinem Geist besonders viel Lebendigkeit verleihen, damit sich die Dinge in dir möglichst real anfühlen. Und jetzt kommen die vorhin genannten Submodalitäten ins Spiel. Das sind die kleinsten Bausteine einer Erfahrung. Und das bedeutet, du darfst einfach herausfinden, auf was du am besten reagierst. Also auf vorgestellte Geräusche oder die Lautstärke oder leuchtende Bilder, das haben wir gerade schon getestet, oder eben die Oberflächenempfindungen. Und dann nutzt deine Vorstellungskraft, um das zu verstärken. Stell dir nochmal kurz das schöne Ereignis eines Lebens aus der Vergangenheit in dir selbst vor. Das, was du vorhin ausgewählt hast. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das Ganze zu erleben. Entweder so, als ob du selbst gerade wieder in der Situation bist. Und das probierst du mal bitte kurz aus, indem du dich selbst in der Situation spürst, hörst, fühlst und wahrnimmst. Oder du betrachtest dich jetzt mal kurz von außen. Also so, als ob du dich in einem Film sehen würdest. Als ob du selbst Beobachter von dir selbst bist. Etwas abstrakt, aber bestimmt für dich möglich. Du bist ein Genie, deswegen kannst du das. Und jetzt betrachte dich noch ein bisschen weiter von außen. Zoom mal ganz langsam aus dir selbst heraus. Und zwar so weit, dass du dich gerade noch sehen kannst. Und jetzt die Frage, in welcher Vorstellung fühlst du intensiver? In der Vorstellung, in der du dich wie in einem Film von außen betrachtest? Oder in der Vorstellung, in der du selbst die Erfahrung noch einmal spürst? Das ist der Unterschied zwischen einer assoziierten und einer dissoziierten Erfahrung. Und Menschen reagieren tatsächlich unterschiedlich darauf. Wenn du auf eine der beiden intensiver reagierst, wirst du denken, ja, natürlich reagiert jeder Mensch assoziiert auf die Erfahrung oder eben dissoziiert, aber das stimmt nicht. Menschen reagieren ganz unterschiedlich darauf und das ist zum Beispiel eine Submodalität. Und solltest du dich jetzt in Zukunft auf deine Erinnerungen fokussieren und deine Vorstellungskraft nutzen, dann rate ich dir, genau auf die Art und Weise zu visualisieren, auf die du intensiver reagierst. Und das ist das ganze Geheimnis. Doch das ist wichtig, denn das ist ein Geheimnis, das dir viele Menschen in der Schule vielleicht nicht gesagt haben, das aber so wichtig gewesen wäre, herauszufinden, welche Arten für dich die besten sind, um zu visualisieren. Und die Kraft der Visualisierung, die habe ich schon in einigen Folgen besprochen. Es ist eine Kraft, die nicht nur von spirituell begeisterten Menschen oder so verwendet wird, sondern von Olympiasiegern und Siegerinnen, von Millionären, von höchst erfolgreichen Menschen, von Schauspielern, von Sängern, von so vielen verschiedenen. Und was es dabei auch zu beachten gibt, bei all diesen erfolgreichen Menschen, ist, dass sie sich vieler Dinge bedienen, und zwar alle auf die gleiche Art und Weise, die andere Menschen nicht immer machen. Und darüber will ich auch mit dir sprechen, weil es vielen nicht bewusst ist. Über die Meditation haben wir bereits gesprochen. Das ist etwas, was viele Menschen vereint, die sehr erfolgreich sind und auch die vor allem glücklich sind. Und wenn du mit Olympiasiegern und Siegerinnen, Millionären sprichst oder Millionärinnen, dann wirst du oftmals ähnliche Antworten zum Thema Zeitmanagement und Energie erhalten. Und da möchte ich so ein paar Punkte mit dir teilen, denn auch das sind Geheimnisse des Geistes, die uns nicht immer in der Schule erklärt wurden und deshalb umso wichtiger, dass man offen drüber spricht.
Ein so wichtiger Punkt ist zum Beispiel, dass es bei Zeitmanagement nicht so sehr um Zeit geht, sondern um Energie. Denn du kannst ja Zeit nicht managen. Jeder hat gleich viel Zeit. Es geht also nicht um die Zeit, sondern um die Energie. Und vielleicht glaubst du das nicht, aber ich kann es dir mit ein paar Fragen ganz einfach symbolisieren und veranschaulichen. Eine Frage. Wirst du nach dem Essen, zum Beispiel nach dem Mittagessen, manchmal müde? Oder hast du schon mal ein Buch gelesen und dich dabei ertappt, dass du immer wieder am gleichen Satz zu hängen scheinst und den dann mehrfach lesen musst? Oder hast du schon mal minutenlang ins Leere gestarrt? Oder bist einen Autobahnabschnitt nach 10 Stunden Fahrt gefahren, von dem du gar nicht mehr sicher sagen konntest, dass du ihn gefahren bist? Oder wo du warst? Und wenn ja, dann weißt du ja, dass das Wichtigste deine Energie ist und nicht deine Zeit. Deine Energie sorgt dafür, dass du Dinge bewusst wahrnimmst, dass du präsent bist, dass du kraftvoll bist oder eben nicht. Es geht also nicht darum, den ganzen Tag genügend Zeit zu haben. Es geht darum, für den ganzen Tag genügend Energie zu haben. Also geht es jetzt und hier, wenn wir über die Geheimnisse des Geistes sprechen, vor allem darum, dass du deine Energie nutzen lernst. Und dann nutzt deine Energie in der Zeit, die du hast. Und der vielleicht wichtigste Tipp dabei ist, und den muss ich jeden Tag selbst neu beherzigen und den kann ich auch nicht immer beachten, doch der ist so, so wichtig, mache mehr Pausen im Laufe des Tages. Die Kraft von vielen Pausen ist enorm und so groß. Und es wissen so viele Arbeitgeber da draußen nicht. Die Kraft deiner 4-Tage-Woche ist so groß. Und dass du viele Pausen machen solltest, ist schon längst wissenschaftlich erwiesen. Wenn du Pausen machst, kannst du deine Energie im Tagesgeschehen nämlich viel besser verteilen. Und eine ideale Arbeitszeit wären 50 Minuten. 50 Minuten zu arbeiten und dann 20 Minuten zu spielen. Und in 4 solcher Einheiten hast du unglaublich viel geschafft. Du solltest, wenn du das nicht schaffst, auf jeden Fall nach 90 Minuten eine Pause machen. Unser Geist sehnt sich nach dieser Entspannung nach 90 Minuten. Und eigentlich nach 50 und wenn es dir gelingt, vielleicht sogar nach 30 Minuten. Doch lass uns realistisch sein. Manchmal musst du durchziehen, aber dann lass uns nach 90 Minuten eine Pause machen. Und so wird das Verteilen und Aufrechterhalten der Energie dann viel einfacher, weil du immer in deiner Kraft bist. Die meisten fühlen sich oft nur am Vormittag wirklich fit, weil sie vormittags noch genügend Energie zur Verfügung haben, zu wenig Pausen machen und ab dem Nachmittag dann schon alle Reserven verbraucht sind. Wenn es dir nicht wirklich gelingt, so viele Pausen zu machen, dann versuch wenigstens gesunde Snacks zu dir zu nehmen, spazieren zu gehen und in den Pausen, die du hast, viel reines, am besten gefiltertes, sauberes, klares Wasser zu trinken. Was dir viel Energie raubt, ist Bewegungsmangel und Schlafmangel. Vom Schlafmangel kann ich ein großes Liedchen singen. Wenn mir das nicht gelingt, meinen Schlaf nachzuholen, dann bewege ich mich, mache vermehrte Yoga-Übungen. Und da reichen mir manchmal 3 Sonnengrüße, wenn ich eine kleine Pause mache nach 20, 30 oder 40 Minuten, um wieder zu mir zu kommen. Und dann achte mal drauf, was dir Energie gibt und was dir Energie raubt. Bei manchen Menschen ist das erstaunlich. Sie werden energieloser, wenn sie Obst essen. Und dann ist es wichtig zu wissen, wann du welche Lebensmittel zu dir nehmen solltest. Und wenn du Energie für dich selbst sparen möchtest, dann notier dir Ideen immer sofort. Vielleicht bist du kreativ und ich kann dir das von ganzem Herzen empfehlen, schreib dir immer alles auf. Ich notiere mir meine Ideen immer sofort in meinem Handy und dann schicke ich sie mir einfach per Mail. Und dann aktiviere ich bestimmte Ordner und dann archiviere ich die in diesen Ordnern. Und da weiß ich einfach, dass alles gesammelt wird. Und was ich auch von Herzen empfehlen kann, um mehr Energie zu haben, und das ist kein Geheimnis, aber so wichtig, versuch alle Benachrichtigungen an deinem Handy auszuschalten und nur 2 bis 3 Mal am Tag deine Mails zu checken. Wenn du einen geschäftsmännischen Beruf hast, in dem du einfach oft in die E-Mails gucken musst, also mehr als einmal am Tag, dann mach das nur zu festen Zeiten. Und wenn du diese Zeit hast, dann stell einen Timer in der Zeit, zum Beispiel auf 21 Minuten und versuch nicht, deinen Posteingang auf 0 zu bringen und so lange zu brauchen, wie du ihn brauchst, weil dann bist du manchmal 2, 3 Stunden am Tag mit deinen Mails beschäftigt, sondern stell den Timer auf 21 Minuten und versuch dann einfach das zu schaffen, was du kannst. Und danach befasst du dich mit dem,
was dir wieder Energie gibt. Den meisten Menschen von uns gibt es Beantworten von E-Mails nämlich gar nicht so viel Energie. Und dann, und es kommt eine wirklich erstaunliche Übung, dann versuche, keine To-Do-Listen mehr zu machen. Und das war mir lange Zeit nicht bewusst. Ich dachte ganz lang, wir müssen noch To-Do-Listen machen, damit unser Geist Struktur hat und damit wir wissen, was auf uns zukommt. Aber in vielen Bereichen, in vielen Köpfen, ist es so, dass uns To-Do-Listen einschüchtern. Ich habe mal in einem schönen Buch gelesen, dass es sehr sinnvoll ist, jeden Abend um 17 Uhr spätestens Feierabend zu machen und zwar ohne schlechtes Gewissen. Und wenn du angestellt bist und eh um 4 oder 5 aus hast, dann ist das kein Ding. Aber wenn du selbstständig bist, dann wirst du mir vielleicht zustimmen, dass du oft um 17 Uhr Feierabend machen möchtest und dann aber noch viel länger am Start bist. Und wichtig ist die Anmerkung, ohne schlechtes Gewissen. Denn ein oft nicht bekannter Fakt lautet, dass die Arbeit nie aufhört und dass es immer viel zu tun gibt, wenn du keine Pausen machst. Und wenn du irgendwann mal an dem Punkt bist, an dem du merkst, die Arbeit nimmt scheinbar kein Ende, dann wirst du verstehen, wie wichtig es ist, die Priorität deiner Pause und des Feierabends zu setzen. Und beende das, was du tun möchtest, zum richtigen Zeitpunkt und dann tu das, was dir Spaß macht. Nutze deine Familienzeit, entspann dich. Und hab Spaß. Und play. Und be happy. Weißt du, die meisten Menschen von den Menschen, die sich da draußen so in der Gesellschaft bewegen, vergessen tatsächlich, dass das Wertvollste, was wir haben, unsere Zeit ist. Stell dir mal vor, dass du 25 Jahre alt bist und du hast die Möglichkeit, mit einem 90-jährigen alten Milliardär zu tauschen. Und dieser alte Mann oder diese alte Frau hat genau dein Alter und dein Vermögen, das du jetzt hast. Und du hast sein Alter und sein Vermögen. Du hättest dann zwar ein paar Milliarden, aber du bist halt 90 Jahre alt und alles, was du jetzt noch zwischen 25 und 90 erleben kannst, ist vorbei. Würdest du tauschen? Ich nehme mal an, sicherlich nicht. Du könntest dir nämlich mit dem Geld alles kaufen, aber keine Zeit. Also hast du gerade deine Zeit mit Milliarden von Euro bewertet und würdest sie nicht verkaufen? Weißt also, dass deine Zeit Milliarden von Euro wert ist. Und wenn deine Zeit so wertvoll ist, wie kommt es dann, dass du sie verschwendest, als sei sie nichts wert? Die Frage ist, wie wir sie sinnvoll nutzen können. Und es gibt einen Autor in einem New York Times Bestseller und der erzählt, dass ihn früher in seinem Büro Menschen, also seine Mitarbeiter, immer sehr viele Dinge fragen wollten. Und es kostete ihn dann unglaublich viel Zeit. Und dann beschloss er, einen Zettel mit der Aufschrift 1440 zu drucken und dann seine Tür zu kleben. Und die Menschen kamen meistens rein und fragten, was diese Zahl bedeutet. Und er sagte dann, das ist die Anzahl der Minuten an einem Tag. Und dieser Zettel diente vor allem ihm als Gedächtnisstütze. Und wenn Menschen ihn fragten, was die Zahl bedeutet, erklärte er den Wert der Zeit. Dass Zeit die wertvollste Ressource ist. Und so wurden die Fragen, die nicht unbedingt sinnvoll waren, immer geringer, da die Menschen sich bewusst wurden über ihre Zeit und seine Zeit. Weißt du, wenn Menschen an ihr Geld denken, dann sind sie oft sehr genau und wägen genau ab, welches Ding sie kaufen möchten oder wem sie was leihen oder was sinnvoll wäre oder eben nicht sinnvoll. Und sie achten sehr genau darauf, dass ihnen niemand Geld stiehlt und lassen ihr Geld nicht offen herumliegen oder die Kreditkarte wird mit dem PIN nicht an Fremde weitergegeben, aber mit der Zeit gehen wir oft anders um. Wir lassen uns die Zeit oft stehlen von der Werbeindustrie oder von so vielen anderen sinnlosen Dingen. Also nutze deine Zeit und nimm sie wahr als eine
wenn nicht gar die allerwertvollste Ressource, die dir zur Verfügung steht. Und dann lass die Zeit gerne für dich arbeiten. Wenn man eine kleinere Einheit mit einer Pause einsetzt und ein klares Ziel verfolgt, dann macht man eine Pause und die zwingt einen dann ganz liebevoll weiterzumachen, weil man so viel Freude hat. Ich erkläre es dir kurz. Wenn ich schreibe und einen super guten Flow habe, dann stoppe ich manchmal absichtlich bei 50 Minuten bei besagter Pausenzeit und freue mich dann einfach so krass, dass ich weitermachen kann. Und so erschaffe ich meine Alben und höre nie auf, dass ich mich richtig drauf freue. Aber wenn ich immer durchballern würde, wäre ich völlig erschöpft und kaputt und wüsste gar nicht, wann ich wieder anfangen kann, weil ich ja gar keine Ideen mehr habe. Aber wenn ich bei der größten Idee, bei den tollsten Flow-Momenten einfach bewusst aufhöre, dann freue ich mich immer wieder auf die nächsten 50 Minuten und den nächsten Flow. Und es hilft mir sehr stark, in der Freude zu bleiben und meine Pausen zu nutzen. Unser Geist möchte oftmals Dinge, die wichtig sind oder die groß erscheinen, nicht sofort erledigen und sagt sich, ja, das mache ich dann später. Und ein Geheimnis des Geistes ist, dass er sich so weit entspannen kann, wenn du die wichtigsten Aufgaben ermittelst und sofort erledigst. Und das ist ein wirklich wichtiger Impuls, den du dir ab jetzt ganz bewusst immer und immer wieder beherzigen darfst. Wenn du die wichtigste Aufgabe für deinen Tag gefunden hast, dann erledige sie direkt als erstes, am Anfang des Tages, in den ersten 2 Stunden. Dein Gehirn ist in der Früh, in den ersten 2 Stunden, nachdem du wirklich wach bist, sehr fit. Also fang einfach jeden Morgen mit der wichtigsten Aufgabe an und dein Geist kann sich automatisch größer entspannen. Und wenn es ganz große Aufgaben sind, dann teile sie einfach auf in kleinere Ziele. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob die Aufgabe jetzt gerade wichtig ist, dann stell dir einfach diese 3 Fragen. Frage dich, wie wertvoll ist diese Aufgabe gerade für mich? Bin ich die einzige Person, die diese Aufgabe erledigen kann? Und wenn ich nicht die einzige Person bin, wer könnte das denn machen? Und wie kann das schönste oder beste Ergebnis erreicht werden? Dann erlaube dir bitte, hin und wieder auch mal Nein zu sagen. Weißt du, wenn du zu vielen Dingen Ja sagst, dann sagst du automatisch zu vielen anderen Dingen Nein, auch wenn dir das gar nicht bewusst ist. Und wenn du spontane Ideen hast oder mit deiner Familie Zeit haben willst oder Zeit benötigst, dann solltest du auch freie Momente haben. Und wenn du zu allem immer Ja sagst, was ich gut verstehen kann, was ich ganz oft gemacht habe, dann hast du automatisch keine Zeit mehr. Und ich gebe dir ein ganz klassisches, schönes Beispiel. Ich werde unglaublich oft zu Interviews eingeladen, zu Kongressen. Und jedes Mal, wenn ich mir diese Kongresse anschaue, dann denke ich mir, da möchte ich gerne dabei sein, das ist schön. Jetzt bin ich nun mal aktuell an den Wochenenden auf Tour und bin dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag vielleicht noch hier. Und wenn ich jetzt alle Kongresse, die alle für sich einzeln schön sind, annehmen würde, dann hätte ich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag so viele Termine, dass ich meinen zauberhaften Sohn mit seinen 2,5 Jahren, mit der heiligen Zeit in dieser Phase seines Lebens und meines Lebens einfach nicht sehen würde. Und dann hätte ich zwar viele Interviews gegeben und viele Menschen freuen sich, wenn ich in ihren Kongressen bin oder wenn wir uns bereichern, doch ich sage zu meinem Sohn Nein und zu meiner Gefährtin Nein. Und das habe ich im letzten Jahr intensiver als manches gelernt, dass ich oft Nein sage und das ist dann ein in sich geschlossener Satz. Ich muss dann nicht immer erklären, warum Nein gesagt wird. Es ist einfach in Ordnung, zu anderen Dingen damit Ja zu sagen. Und wenn Menschen nachfragen, dann erklären wir das auch, dass es meine wichtige Familienzeit ist. Und vielleicht hilft es dir, hier und da öfters mal Nein zu sagen und zu dir selbst Ja zu sagen.
Und wenn du deinen Geist nutzen möchtest, dann als abschließender Punkt, dann nutze ihn doch gleich groß. Nutze ihn doch gleich in seiner vollen Kapazität, zumindest soweit du ihn ausdehnen kannst. Und man kann den Geist immer und immer weiter ausdehnen. Und dann wirst du automatisch auch glücklicher und erfolgreicher. Es ist tatsächlich erwiesen, umso erfolgreicher ein Mensch denkt, desto weniger Ausreden verwendet er. Und vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass Menschen, die nicht besonders eigenverantwortlich unterwegs sind und oft nicht so erfolgreich sind, egal wie du Erfolg definieren willst, sehr viele Ausreden verwenden und sagen dann zu sich und ihrer Umwelt, ich wollte schon immer selbstständig sein und meine Berufung leben, aber dafür habe ich leider keine Zeit oder ich bin in einem kleinen Dorf zur Schule gegangen und da waren alle Möglichkeiten begrenzt, deswegen geht es nicht. Wenn ich aus Berlin kommen würde, könnte ich das alles machen. Oder ich kann diesen Job nicht bekommen, weil ich habe nicht studiert. Oder wenn ich studiert hätte, dann könnte ich mehr aus mir machen. Und viele Menschen suchen dann auch in anderen den Grund für ihr Scheitern oder für die Möglichkeiten, die sie gerne gehabt hätten und sagen dann, ja, natürlich hätte man mich ausgewählt, wenn sie nicht wäre, weil sie war immer die Beste in der Schule oder er ist der Klügste oder sie war die Beliebteste. Natürlich hatte ich dann keine Chance. Oder Menschen, die älter sind, sagen gerne, wenn ich jünger werde, dann würde ich mein eigenes Unternehmen gründen, aber ich bin zu alt. Menschen, die zu jung sind, sagen, wenn ich doch mehr Ahnung hätte, dann würde ich. Oder sie sagen einfach, ich bin zu alt, um Dinge auszuprobieren. Oder zu jung, um mir Dinge zu erlauben. Oder ich bin nicht klug genug. Oder ich bin nicht gesund genug. Und oftmals sind es Ausreden, die dich bremsen. Und ich möchte dich dazu einladen, Ausreden ab jetzt zu streichen. Es gibt sogar Menschen, die ihre Familien als Ausreden benutzen, um Träume nicht zu leben. Dass sie immer wieder sagen, ich muss mich meiner Familie hingeben, aber ansonsten würde ich ja eine große Karriere machen. Und dann werfen sie es ihrer Familie sogar indirekt vor, dass sie nicht erfolgreich geworden sind, dass sie nicht glücklich sind, dass sie nicht in Fülle leben. Und das halte ich wirklich für einen gefährlichen Punkt, wenn du dich bewusst entscheidest, bei dir zu bleiben, bei deiner Familie zu Hause, die Zeit ganz zu nutzen. Super gut, High Five, liebe ich. Aber nutze die Familie nicht als Ausrede, damit du deine Träume nicht manifestierst. Die meisten Menschen denken ja oft, dass sie nicht klug genug oder nicht aktiv genug oder nicht belesen, nicht weise oder eben nicht jung genug sind. Mal angenommen, du bist 40 Jahre alt und du würdest dein eigenes Unternehmen gründen. Dann würden viele Menschen sagen, mit 40 ist man schon zu alt, um nochmal komplett neu zu starten. Wenn ich dich jetzt fragen würde, in welchem Alter denkst du, bist du am produktivsten? Dann würden viele Menschen sagen, ja so mit 20 vielleicht. Und wann ändert sich dann das Alter so im Durchschnitt, dass man nicht mehr produktiv ist? Dann würden wahrscheinlich viele sagen mit 70. So, das wären dann 50 Jahre Produktivität zwischen 20 und 70. Also in Wirklichkeit wärst du noch viel länger produktiv und aktiv und könntest bis weit über 100 lernen und Dinge neu erfahren und schaffen. Aber das ist auf einem anderen Blatt. Mal angenommen, wir bleiben bei der Rechnung, die viele Menschen glauben können aktuell noch, wenn sie nicht gedehnt sind im Geist. Zwischen 20 und 50 ist man produktiv. Das wären dann ja 50 Jahre, in denen du am Start bist. So, wenn du jetzt mit 40 dein Unternehmen gründest, dann wärst du ja noch nicht mal bei der Hälfte zwischen 20 und 70. Also selbst wenn du mit 60 anfangen würdest, hättest du ja noch 10 Jahre lang Zeit. Weißt du, was man in 10 Jahren machen kann? Da kann man ganze Welten bewegen und erschaffen. Und wenn du 50 bist und dann erst anfängst, dein Unternehmen zu gründen, hättest du ja immer noch die doppelte Zeit. Und deshalb ist es so wichtig, jetzt und immer wieder jetzt zu starten und Ausreden beiseite zu legen und zu sagen, ich kann alles erreichen, was ich möchte und dich selbst anzunehmen. Deshalb denke so groß, wie du kannst und nimm dich als das an, was du bist, als ein grandioser Erfolg. Allein, dass es dich gibt, ist ein grandioser Erfolg. Allein, dass du hier auf diesem Planeten wandelst, ist ein Riesengeschenk. Und wenn du es jetzt noch schaffst, dein Leben zu dem Geschenk des Universums zu machen, als dass es gedacht ist, dann wird es leichter, wird es schöner. Und dazu lade ich dich von Herzen ein. Und ich freue mich, wenn du das Schönste, das Größte, das Bunteste aus dir machen kannst, was du möchtest. Denn damit ist der gesamten Welt gedient. Und das wünsche ich mir.
Und in der heutigen Folge waren wir ein bisschen theoretischer unterwegs als sonst. Ich erzähle ja liebend gerne ganz viele Geschichten von meinem Leben. Und da kommen auch wieder ganz viele. Nur das hatte ich schon länger mal vor zu teilen, weil ich glaube, dass viele Menschen so vieles nicht wissen oder eben Ausreden nutzen oder zu oft Ja sagen. Und vielleicht war der ein oder andere Impuls dabei, der dir in der Zukunft hilft, noch mehr zu dir zu finden und deinen Geist vollumfänglich zu nutzen. Und denk dran, er liebt es, sich zurückzuziehen in sich, in seine Heimat und sich dann wieder auszudehnen und noch größer zu werden, wie ein Muskel. Der wächst auch, indem du ihn forderst. Also nutze Ruhephasen und Pausen und nutze die Kraft der Dehnung. Nutze deinen Geist wie ein Yogi und dehne ihn. Und vielleicht willst du bei der Dankbarkeits-Challenge dabei sein. Dann besuch mich auf Instagram auf seo.music und schau in die Stories. Und ansonsten findest du auf YouTube gerade richtig schöne neue Videos. Ich veröffentliche gerade immer kleine Tour-Videos. Die sind auf Patreon immer pre-released. Das heißt, die werden auf Patreon immer zuerst veröffentlicht und dann etwas später auf YouTube. Und natürlich gibt es den Zuhause-Podcast von Johanna und mir auf Patreon. Der erscheint alle 2 Wochen. Und da bekommst du immer einen Familieneinblick in unser Leben. Und vielleicht hast du ja Zeit und Lust, dass wir uns persönlich begegnen. Dann komm gerne vorbei zum Finale der Kraft der Wundertour. Als nächstes geht es jetzt nach Erlangen und es geht nach Dresden, dann geht es noch in die Schweiz und in einige andere Städte. Auf seum.music findest du all die wunderschönen Städte. Und auf meiner Homepage kannst du dir natürlich ein Ticket buchen. Die Homepage ist www.seomusic.de. Und ich freue mich, wenn ich dich berühren darf, wenn wir uns live begegnen, wenn wir tanzen, lachen, weinen. Und ich danke dir, dass es dich gibt. Danke für deine Zeit, fürs Zuhören, fürs Lauschen. Und ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören. Zu deinem Piraten-Podcast, zu deiner Reise der Entfaltung. Danke, dass es dich gibt. Liebe so viel du kannst, wo auch immer du sein magst. Dein Gefährte, Seum.